Anscheinend war hier schon so der ein oder andere Kabeldieb am Werk. Hier ist die ehemalige Krankenhausküche. Ah, hier ist allerdings die Tür zu. Da müssen wir gucken, was wir anhaben können. Aber so eine Spülmaschine, die kostet ein paar tausend Euro. Das sind die Warmhalteschränke für die Tabletts. Für die verschiedenen Stationen hier. Klasse, habe ich auch noch nie gesehen in der Location. Ich höre hier ein Wow, krass. Ihr seht, hier ist überall Fensterfront und das ist direkt an einer vielbefahrenen Straße. Hier liegen Patientenfragebögen. Das fällt hier einfach auseinander, das Teil. Guckt euch das hier mal an, bitte. Hier steht noch ein C-Bogen, ein Bettpfannenspüler oder ein Trönchenspüler. Na, guck mal an, was man hier alles findet. Schon wieder so eine super schöne OP-Leuchte an der Decke hängen. Boah, Leute, sehr geil. Guckt euch das mal an. Wir sind heute unterwegs. Also Anja, Sabrina und ich. Und wir werden jetzt mal ins Krankenhaus gehen. Nicht aus medizinischen Gründen, sondern weil wir euch was Schönes zeigen wollen. Bleibt dran. Viel Spaß bei dem Video. Wir sind jetzt im Krankenhaus drin, sind hier in so einer Anlieferzone und wir sehen uns jetzt mal um, was wir für euch finden. Anscheinend war hier schon so der ein oder andere Kabeldieb am Werk. Ja, ihr seht das Chaos hier. Sehr, sehr heftig auseinandergenommen alles. Also Stromversorgung wird wohl nicht mehr bestehen. Ich gehe jetzt hier einmal so ein bisschen rum. Wir haben hier die Schaltschränke stehen. Hier auf der rechten Seite stehen noch ein paar Transformatoren. Hier Trafo 1, Trafo 2. Ja, aber viel mehr kann ich euch jetzt hier auch nicht zeigen. Ich möchte auch an einige Sachen, die beschriftet sind, gar nicht zu nah rangehen. Okay, dann gehen wir hier mal wieder raus und gucken wir mal weiter, was wir sonst noch finden. Bleibt dran. Bis gleich. Den Heizungsraum. Sehr, sehr groß. Ich mache hier vorsichtig und leise die Tür zu. Okay. Ja. Gehe ich hier mal lang. Gucke mal, ich hoffe, dass da vorne. Ja, das ist Tageslicht. Okay. Ja, wir haben hier die großen Heizanlagen mit den großen Gebläsen vorne an den Brennern und haben dann da eine verrammelte Tür, damit hier keiner reinkommt. Da sieht man nämlich, das Schloss ist gezogen. Das heißt, die Tür wäre eigentlich offen. Ja, hier sieht es eigentlich noch ganz manierlich aus, muss ich mal fair sagen. Hier steht dann noch so ein paar Schränke. Vielleicht war das dann für den Hausmeister hier wichtig, dass hier noch so ein paar Ersatzteilchen gelegen haben. Okay, wir gucken mal weiter. Jetzt haben wir hier so eine erste Behandlungsliege stehen. Und hier steht Küchenleitung. Jetzt geht sie durch so einen kleinen Raum. Ihr seht das hier vielleicht. Hier ist die ehemalige Krankenhausküche. Ah, hier ist allerdings die Tür zu. Da müssen wir gucken, dass wir einen anderen Weg finden. So, hier haben wir noch so eine Schalltafel. Ja. Ja, gucken wir mal, dass wir da einen anderen Weg finden. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Gucken wir mal weiter. Hier hat man das technische Dienstbüro. Mal so ein bisschen, ja, ein Schreibtisch, hier ein Schrank. So ein paar Sachen. Ja, hier haben wir weitere Arbeitsplätze. Seht ihr hier? Ja. Schränke mit Akten, da filme ich jetzt nicht weiter drauf. Dann schränke ich hier einmal so ein bisschen. Ja. Das war jetzt euer einziger Hinweis, den ihr hier kriegt. Hier haben wir einen Kalender hängen von 2018. Also tatsächlich anscheinend noch gar nicht so lange geschlossen. Hier liegen auch noch so ein paar Bettdecken auf dem Boden und eine Wolldecke. Okay. Und hier hinten ist dann noch ein größerer Büroraum. Ich gehe jetzt hier mal weiter. Hier vorne haben wir eine große Tür. Und hier geht es noch rechts ab. Oh, hier ist der Aufzug. Hier, der Aufzug wurde das letzte Mal gesegnet 2013. Der ist natürlich ohne Strom. Die Tür hier ist offen. Ja, wir sind jetzt hier im Bereich Zentrallager und sind jetzt hier wieder auf dem Weg zur Küche.
So, und hier kommen wir tatsächlich rein. Wir kommen hier in die Küche, Freunde. So, guck mal, das erste, was wir sehen, ist die Spülmaschine. Mit der, also die Bandspülmaschine in dem Fall. Einfach hier die Sachen draufgetan, wurden dann eingezogen. Hier drin schön gespült, sauber gemacht. Ja, und dann kamen die sauber und trocken hier auf der Seite wieder raus. Sehr schön, dass sie hier noch steht, komplett. Die sind auch wirklich, die sind nicht günstig. Also so eine Spülmaschine, die kostet ein paar tausend Euro. Wir haben hier noch Reinigungslösungen und so weiter, haben wir auch noch da. Also wirklich klasse, finde ich super. Dann kommen wir jetzt hier in den Küchenraum selber. Den hatten wir ja eben schon durch das eine Fenster gesehen. Ja, und jetzt sehen wir da hier die Gastroküche, oben die Dunstabzugshauben. Und dann haben wir hier ja erstmal zwei große Kochkessel. Und dann haben wir hier zwei Kipper, zwei Fritteusen und zwei Vierer Kochplatten aus Gusseisen mit Backöfen drunter. Ja, ist älterer Jahrgang alles, aber trotzdem funktional. Hier ist dann ein großer Konvek. Ja, klasse. Toll, dass das hier noch steht. Was haben wir hier hinten? Ja, hier haben wir eine Rührmaschine, wo man Teige kneten konnte oder halt mal eine Riesenmenge Schlagsahne anrühren muss. Das kann man dann hier machen. Dann haben wir hier noch so ein paar Sachen stehen, die noch übergeblieben sind. Aber alles in allem noch ein schöner Zustand. Schöne viele Sachen da. Finde ich echt gut. So, hier ist das Brotlager. Ja, und das ist hier... Oh, hier haben wir noch eine Brotschneidemaschine. Da hast du ja dann die kompletten Leiber reingepackt. Ja, hast die angemacht. Und dann hast du die komplette lange Kastenbrote einmal durchgejagt, bis die fertig geschnitten waren. Und dann konntest du das schön in Scheiben verteilen. Auch eine tolle Sache, dass das hier noch steht. Sieht man auch nur noch sehr selten. Und guck mal, hier haben wir noch einen kleinen Konvek. Das wird wahrscheinlich hier kalter Küchenbereich gewesen sein. Warum der jetzt hier drin steht, weiß ich nicht. Einen kleinen Konvek. Da sieht man dann hier auch, ne? Hier konnte man automatisch mit Dampf arbeiten, die Temperaturen einstellen, Dampf oder trockene Hitze etc. Sachen aufwärmen auf den Tellern. Für die Leute hier hat man hier die Seitenklappe abgenommen. Da sieht man das Gebläse von dem Ganzen. Dann haben wir hier Spülmöglichkeiten, ein paar Frittenkörbe. Ja, schöne Sachen. Hier haben wir noch eine relativ große Reibscheibe. Ja, für ein relativ großes Gerät. Da ging schon ein bisschen was. Gucken wir hier auch noch. Eine Tranchierschere, Stopfer für Fleischwürfel oder Küchenmaschinen. Aber ansonsten sind die Schränke hier auch leer. Auf jeden Fall geht es hier hinter dem kleinen Konvek wohl ins Kühlhaus. Gucken wir mal, was wir da noch finden. Gar nichts finden wir hier, nur noch oben den Kompressor an der Wand. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Also der ist ja mal noch wirklich richtig schön sauber. Also da sieht man schon, dass hier wohl wirklich mit Sauberkeit gearbeitet wurde. Also hier riecht auch nichts komisch, alles völlig in Ordnung. Was fehlt bis jetzt ist der typische Krankenhausduft. Den haben wir hier noch nicht, aber wer weiß, was noch kommt. Hier haben wir noch alte Floppy Disks auf dem Boden liegen. Ich weiß, die Jüngeren von euch kennen das nicht. Dann haben wir hier noch Sicherungskästen für die Küche. Ja, hier war ein Büroraum. Oh, hier haben wir Umkleideräume, wohl für die Küchenmitarbeiter. Hier sind die Spinde. Ja, können wir hier sehen. Guck mal, hier hängt noch eine weiße Jacke rum von irgendjemandem. Dann haben wir da oben noch Feuchttücher zur Pflege. Und auch hier sind wir wieder von Puma, diese Gastro-Sicherheitsschuhe. Die haben so eine extra anti-rutschhemmende Sohle, damit man sich ja im Küchenbereich, wenn da mal Fett auf dem Boden ist, nicht sofort auf die Nuss legt. Ja, hier ist auch noch so ein bisschen Zeug drin, nichts Wildes. Dann haben wir hier noch mehr von diesen Schuhen. Hier haben wir Teller stehen. Und hier in dem Schrank haben wir, ja, was haben wir denn da? Abflussreiniger, Ungezieferspray, Karamba. Ja, so ein bisschen, ja, hat so den Anschein, so ein bisschen Hausmeister-Utensilien. Okay. Dann habe ich hier gesehen im Schrank für den Feuerlöschschlauch. Der ist komplett. Sogar samt der Lanze, da steht sogar hier unten ein bisschen Wasser drin, aber der ist noch komplett da. Ja, das ist auch nicht so wie in anderen Locations, dass die Schläuche komplett rausgeröppt sind, auch noch vorhanden. So, hier war das Gemüselager. Oh, hier haben wir auch wieder, guck mal, hier haben wir wieder Schränke stehen. Ja, das war für eine Filter,
für eine Kaffeemaschine mit einem Riesenfilter. Hier haben wir so ein bisschen Weihnachtsdeko drin. Und auch hier Geschirr, Teller. Ja, das sind so Kännchen, kleine. Da steht noch eine alte Kaffeemaschine, Untertassen. Ja, schick. Hier, vors Backen, Springform, Kuchenform, eine Gugelhobform. Und dann haben wir hier aus, tatsächlich aus Porzellan, so Menü. Menüschalen, dreigeteilt, ja, fürs Hauptgericht und die Beilagen. Ich glaube, das war's dann jetzt für den Küchenbereich so weiter. Hier war noch die Gemüsevorbereitung, die können wir gerade noch mitnehmen. Und dann verlassen wir den Küchenbereich. Und dann schauen wir gleich mal, dass wir die nächsten Highlights für euch finden. So, wir haben hier unten jetzt noch so ein kleines Materiallager. Da sind noch so ein paar Sachen. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Ja. Alte Drucker, noch und nöcher. Kopierer, Kopierdrucker, Faxgeräte, Faxdrucker. Okay, ein bisschen was noch eingelagert. Viel mehr nicht. Ja, wir schauen weiter. Hier ist auch noch Materiallager. Hier sind noch so... Was ist denn das? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Sind das die Servicewagen für die Station, wo die Tabletts reinkamen? Oder was ist das? Das sieht ganz so aus. Wenn ihr hier mal reinschaut, seht ihr das? Warmhalteschränke. Ja, mit Stromanschluss. Das sind die Warmhalteschränke für die Tabletts. Für die verschiedenen Stationen hier. Klasse, habe ich auch noch nie gesehen in der Location. So, wir gehen jetzt hier im Treppenhaus vorsichtig mal eine Etage höher. Ich höre hier ein Wow, krass. Ambulanzenverwaltung im Ausgang. Und das Wow, krass von Anja kann ich absolut nur wiedergeben. So, wir sind jetzt hier in dem Haupteingangsbereich und wir haben hier ganz viele der Krankenhausbetten stehen. Seht ihr das? Ja, und wir müssen hier wirklich aufpassen, weil ihr seht das, hier ist überall Fensterfront und das ist direkt an einer vielbefahrenen Straße. Und auf der Rückseite befindet sich noch ein Pflegeheim, wo auch Bewohner draußen sitzen und Zigarettchen rauchen. Also ist nicht so ganz ohne hier. Wir gucken mal. Ja, genau. Ist jetzt keine Warnung für Anja selbst, weil Anja ist ja in der Blüte ihrer Zeit. Und ja, hier vorne haben wir die Pforte. Vielleicht finden wir da noch was Schönes für euch. Gucken wir mal. Also die Tür von der Pforte stand tatsächlich offen. Ja. Ich schwenke jetzt hier nur einmal gerade schnell für euch durch, weil das hier wie gesagt direkt vorne an der Straße ist. Hier haben wir noch Telefon, Sprechanlage, die verschiedenen Schalter für die Beleuchtung etc. Und dann hier einmal die Brandmeldezentrale und die Melder, Piktogramme. So, und dann verlasse ich das hier ganz schnell wieder, weil ein bisschen tricky, direkt vorne an der Straße. So, und jetzt seht ihr hier, ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Da chirurgische Praxisanmeldung. Hier stehen auch wieder Betten. Ja. Aufnahmezimmer, hier aber Besucher-WCs. Ich guck mal in das Aufnahmezimmer. Das ist abgeschlossen. Dann hätten wir jetzt hier noch stationäre An- und Abmeldungen gehabt. Das ist allerdings alles verschlossen. Deswegen gehen wir dann jetzt hier in den nächsten Bereich und hoffen, dass wir hier was Cooles für euch finden. Jetzt sind wir hier in einem Bereich. Das ist die Anmeldung für das Labor. Bitte klingeln. Machen wir. Kommt keiner. Ich hoffe, hier ist offen. Es ist leider nicht. Ich komme nicht ins Labor. Vielleicht von der anderen Seite. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gucke ich hier nochmal. Anmeldung zur chirurgischen Ambulanz. Ist auch abgeschlossen. Hier haben wir so Zimmer mit Beschriftung. 1, 2. Untersuchungskabinen sind das. Steht dran. Die scheinen aber auch alle zu sein. Das wird wohl Röntgenaktenlager gewesen sein. Hier haben wir noch so ein paar Mappen davon. Und auch so eine Bleischürze, die hier liegt. Ja, hier steht Röntgenkabinen. Dann gehe ich hier mal hin. Hier waren die Kabinen, wo man sich dann umgezogen hat. Oh, ich habe da schon was gesehen, Freunde. Da gehen wir aber erst gleich hin. So, hier ist die elektrische Verteilung für den Röntgenbereich. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sehen.
Und erstmal haben wir jetzt hier Behandlungsräume. Guckt euch das an. Ja. Hier oben hängen die Lampen. Dann ist hier diese Lampe für die Röntgenbildgebung. Davon haben wir hier anscheinend mehrere. Das hier sieht sogar eher aus wie ein kleiner ambulanter OP-Raum. Ja, sieht toll aus. So, und dann gehe ich jetzt mal hier mit euch durch die Röntgenkabinen in die Röntgenabteilung. Ja, hier stand dann der Tisch, wo sich der Patient draufgelegt hat. Und hier oben war dann der Röntgenapparat dran. Der ist hier leider nicht mehr vorhanden. Vielleicht haben wir da ja noch einen der nächsten Röntgenräume. Hier wurde das Röntgenbild dann ausgelöst. Ja, hier sieht man auch Kabinen, wie die besetzt waren. Und auch hier ist ein Kalender von 2019. Juli 2019. Hier haben wir eine große Röntgenbildgebung. Hier ist auch komplett. Ja, hier stand ein CT. Hier stand ein CT, das ist abgebaut. Die sind wahrscheinlich einfach verlagert worden in eine andere Klinik. Ja, hier haben wir, hier muss ich aufpassen, im Zweifel alles verpixeln. Hier stehen Patientenkarten. Das kann ich euch natürlich nicht zeigen, das werdet ihr wohl verstehen. So, jetzt geht es hier noch in den anderen Röntgenraum und ja, hier haben wir tatsächlich noch einen Röntgentisch stehen. So ein Wägelchen mit Zubehör. Hier ist wie so eine Binde, so eine Bauchbinde oder so eine Stützbinde. Und dann haben wir hier noch einen ganz alten Monitor dranhängen, den man hier mal super easy hin und her bewegen kann. Und ihr seht das Ding, das bröckelt. Ihr guckt das mal an. Ich habe den gerade nur mal ein bisschen bewegt. Das fällt hier einfach auseinander, das Teil. Also eine Röntgenapparatur haben wir hier noch. Grüß Sie Gott. Bitte schön, einmal zur Behandlung. Ja, hier habe ich gerade noch so ein paar Absaugkatheter gefunden. Ja, müsst ihr euch mal überlegen, die sind 60 cm lang. Und dann haben wir hier ja, noch, ich glaube, das Ding heißt Butterfly, also quasi so ein Venenzugang. Ja, eine Braunüle. Und ja. Das war's dann quasi hier mit der Röntgenabteilung. Viel mehr gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Wir gucken mal, in welchem Bereich es jetzt geht und dann melde ich mich gleich wieder. Jetzt komme ich hier rein. Seht ihr das? Ein C oben steht hier. Ja, um knöcherne Verletzung direkt sehen zu können, also wenn man irgendwie operiert, kann man dann direkt sehen, ob man den Knochen gerichtet hat oder nicht. Und guckt euch mal bitte die OP-Leuchte an, die dahinter ist. Sieht die nicht geil aus? Absoluter Wahnsinn, wirklich. Absoluter Wahnsinn. So, hinter diesem OP bin ich jetzt hier. Hier sind Personalräume, hier ist so ein Sekretariat und hier Chefarzt der chirurgischen Ambulanz oder der chirurgischen Abteilung, Entschuldigung. Das hier war das Chefarztzimmer. Naja. Hat so ein paar 80er Jahre Vorhänge hier drin gehabt, aber ansonsten auch nichts Besonderes. Jetzt nicht besonders schön oder irgendwas. Ja, dann haben wir hier einen Tisch mit einer Röntgenleuchtplatte da drin. Da wird er sich dann hier wahrscheinlich die Bilder angeguckt und befundet haben. Also, okay. So, wir sind jetzt eine Etage höher und sind hier auf der Chirurgie. Ich bin jetzt hier mal im Flur rechts rumgegangen, die Mädels gehen gerade mal links rum. Ja, wir haben so einen kleinen Geräteraum. Ja, so, jetzt kann ich auch schwenken hier mit einem Bettpfannenspüler oder einem Trönchenspüler. Ja, Vorratslager. Hier sind die einzelnen Patientenzimmer. So, hier kann ich das Licht ausmachen. Hier mit eigener Toilette, aber ohne Dusche. So, ein Dreibettzimmer hier, seht ihr das? Drei Plätze. Und dann hier drei Schränke für die Patienten. Leider komplett leergeräumt das Zimmer.
Ich guck mal hier in das Nachbarzimmer rein. Ja, hier genau dasselbe. Auch ein Dreibettzimmer ohne Einrichtung. Schade. Sehr schade. Jetzt haben wir hier wieder einen Arbeitsraum. Der ist auch komplett leer. Hier ist nichts mehr drin. Haben wir hier etwa nur leere Patientenzimmer? Das wäre natürlich sehr, sehr schade. So, ja, hier sind die Duschen. Guck mal hier, schön in 70er Jahre grün. Ja, alles andere als schön. Da auch. Ja, und hier noch eine. Nein, hier ist eine Toilette tatsächlich. Was haben wir denn hier? Na, guck mal an. Was man hier alles findet. Sterilisatoren. Ja, das ist ja Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil das sind halt teure Gerätschaften, die ansonsten immer sehr, sehr schnell verschwunden sind. Ja, mal gucken, ob wir es hier auch dran stehen haben. Ja. Sterilisation, Annahme. Ja, da wurde hier das ganze verbrauchte Material angekarrt quasi, um dann hier zur Sterilisation zu kommen. Ja, Wahnsinn, das ist ja mega cool. Ja, jetzt gehe ich hier mal einen Raum weiter und hier geht's weiter. Jawohl. So, und dann kommt das hier rein. Und dann seht ihr hier beispielsweise, wie dann hier, was auch immer das, steril verpackt wurde. Ja, mega. Sehr schön. Auch so noch nicht in dem Umfang gesehen in einer Location. Echt toll. Hier sind noch so kleine Ampullen. Was ist denn das? So ein Arbeitsraum. Hier sieht man auch noch so ganz viele steril eingepackte Gegenstände. Ja, guckt euch das mal an hier. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Steht doch nicht drauf. Oh, hier muss ich übrigens aufpassen. Hier ist ein Patientenbild. Das muss ich wegpixeln. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, schreibt das bitte gerne mal unten in die Kommentare rein. Da bin ich absolut überfragt. Da kann ich nichts zu sagen. So, wir sind jetzt hier weitergegangen in den OP-Bereich. Der hier ist zu, das haben wir schon gesehen. Ja, gucken wir mal, ob wir hier was finden. Vielleicht ist ja hier auch noch was mit Ausstattung gegeben. Man weiß es nicht. Ja, septischer OP. Guck mal hier. Oh ja, hier haben wir noch wirklich vieles. Guck mal hier. Wirklich noch viel da. Wirklich noch viel da. Sehr viele Sachen, sehr viel medizinisches Gerät, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Hier stand jetzt außen OP Röntgen und hier haben wir schon wieder so eine super schöne OP-Leuchte an der Decke hängen. Einfach toll, dass die noch da sind. Die sehen einfach genial aus. Die sind mit Sicherheit auch, weiß ich nicht, 30 Jahre alt oder noch älter. Aber die sehen einfach klasse aus. Dann haben wir hier zum Anschließen von Sauerstoff und so weiter so eine Apparatur noch hängen. Hier unten die Befestigungspunkte für den OP-Tisch. Der ist jetzt nicht hier. Dann haben wir hier noch einmal Röntgenbildgebung. Hier ist ein alter PC-Monitor. Ich guck mal, was sich hier hinter Tür Nummer 1 verbirgt. Ja, hier haben wir die OP-Waschbecken, wo dann das Personal, Ärzte, Pfleger oder was auch immer sich die Hände gewaschen haben, sich desinfiziert haben. Man sieht das sogar hier, guck mal. Ja. Zack, das Ganze bitte einmal so umdrehen und sich so lange die Hände reinigen, bis die Urne abgelaufen ist. Umkleideschleuse da. Jawohl, oh. Okay, hier muss ich besonders aufpassen. Hier gibt es viele Namensschildchen. Da müsste ich dann bitte pixeln. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Wasserkästen stehen. Da gibt es ein bisschen was zu trinken. Und hier haben wir tatsächlich Kasachs Arbeitskleidung hängen. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, hier sieht man beispielsweise von den Pflegerinnen hier, Maria, Tatjana, Elisabeth, Jessica. Ja, die haben hier gearbeitet. Generell Hut ab vor Pflegekräften, unfassbar harter Job.
Wenn wir euch nicht hätten, dann sieht das in Deutschland ganz anders aus. Das muss man mal fair sagen. Ja, da verlasse ich hier die Umkleide mal wieder. Ich möchte gar nicht in die Spinde da reinschauen. Wer weiß, ob da irgendwelche persönlichen Dinge drin sind. Die möchte ich euch dann gar nicht zeigen. Tag. So, hier, boah. Ja, hier riecht es aber Krankenhaus. Ja, hier haben wir noch so einen zweiten OP-Waschsaal. Oder Waschraum. Und dann geht's hier in einen zweiten OP, wo mir direkt alles Mögliche an sterilisiertem Zeug entgegenkommt, was auf dem Boden liegt. Dann haben wir hier wieder OP-Lampen. Das sind aber deutlich modernere in dem Fall. Und dann hier anstatt einem OP-Tisch haben sie hier zwei Tische übereinander gestellt. Warum weiß der Geier? Okay. Also hier riecht es wirklich sehr, sehr, ja, ich sag mal, medizinisch. Für mich immer ein sehr unangenehmer Geruch. Hier haben wir direkt noch ein OP. Auch mit diesen Lampen und dem Halter für den OP-Tisch. Ja, Bildgebung. Was mich allerdings wundert ist, ich habe bis jetzt noch keine wirkliche OP-Schleuse gesehen, also so ein Band. Vielleicht gab es die hier so nicht. Oder man hat die schon demontiert und weggebracht. Da ist sie. Hier ist die OP-Schleuse. Hier sieht man sie. Da ist sie. Wir haben die hier. Ja, hier sind dann die Leute, die Patienten, die operiert werden mussten, sollten oder was auch immer. Hier vorne, oh, hier ist der Boden rutschig. Ich habe mich gerade fast aufs Maul gelegt. Etwas rutschig da vorne. Sind dann hier angekommen und vom Krankenbett aus dann über dieses, ich sag immer höflich und freundlich, Kassenband drüber gerollt worden, weil ich bin mir sicher, man kriegt unsichtbar irgendwie einen Barcode auf den Hintern tätowiert und dann macht es irgendwann Piep und dann bist du hier auf der Seite im sterilen Bereich. Ja, und dann warst du dran, dann hast du keine Chance mehr gehabt. So, hier haben wir jetzt tatsächlich nach den OPs den Aufwachraum. Ja, mal hier, guck mal, ja, haben wir dann hier auch noch, da kann man noch so ein paar Sachen machen, hier Lachgas, Druckluft, da konnte man die Lüftung einstellen. Ja, und dann haben hier die Patienten nach den Operationen gelegen, mussten wieder fit werden, damit die wieder auf die Station durften. So, hier haben wir Kochsalzlösung, 0,9%ig, verschlossene Ampullen. Ja, und dann hat hier dann der OP-Pfleger oder die OP-Pflegerin im Aufwachraum gesessen und hat dann die Station informiert. Hören Sie mal, der Herr Meier oder die Frau Müller, die sind wieder fit, ihr könnt ihr wieder abholen. Und ja, so ist dann der Gang hier, ne? Ja, so, und dann liegt das beieinander. Hier kommst du rein in den OP und hier kommst du dann wieder raus. So, ja, das war's vom OP-Bereich soweit. Wir suchen jetzt mal weitere Bereiche und ja, ich melde mich gleich wieder bei euch. Ja, wir sind jetzt noch mal eine Etage höher, sind jetzt hier noch mal auf einer chirurgischen Station. Hier stehen noch so ein paar Kunstpflanzen rum. Sabrina und Anja gehen da vorne gerade schon. Hier stehen so ein paar Sachen auf dem Boden. Ich gehe mal hier rechts rüber. Oh, hier haben wir so ein großes Badezimmer, wie man das aus Krankenhäusern kennt. Weil hier offiziell um 18.18 Uhr ging hier wohl das Licht aus. Ja, jetzt gehe ich hier noch in ein Patientenzimmer rein. Das ist wieder was größer. Ja, das ist wieder für drei Patienten gewesen. Gleicher Aufbau wie unten, nur anscheinend nicht modernisiert worden. Ist jetzt nicht so hübsch. So, hier haben wir eine Neugeborenenwaage. So, und hier ist noch so ein bisschen Gerät, von dem ich ja keine Ahnung habe, was das ist. Könnt ihr mal gerne unter das Video in die Kommentare schreiben. So, hier in dem Raum steht Medizintechnik. Also steht draußen am Raum. Ich sehe hier Fallakten, das sind ehemalige Patientenzimmer, die wohl umgenutzt wurden.
Sehr, sehr komisch. Ja, hier auch. Oh, hier haben wir noch Nachttische. Das ist ein Krankenhaus, ne? Hier in der, der schon mal im Krankenhaus war, der kennt die wahrscheinlich. Die stehen halt neben dem Bett. Und wenn es Essen gibt, dann geht das hoch. Klappen das um. So, dann wurde da das Tablett draufgestellt. Und dann hat man sein Essen essen können. So, hier haben wir noch einen Raum. Hier haben wir Elektroradiatoren stehen. Wahrscheinlich war die Heizung etwas früher weg als der Rest von allem. Dann haben wir da noch einen Fernseher stehen. Ja, aber viel gibt es jetzt hier auf der Etage auch nicht zu zeigen. Wir gehen dann mal auf die andere Seite des Gebäudes. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Hier wird mehr. Sehr schön. Das hier sind jetzt die Intensivbehandlungsräume. Ja, das muss man sich halt vorstellen, dass hier Leute gelegen haben, die intensivmedizinisch betreut werden mussten, mit Beatmung, Koma-Patienten etc., irgendwie sowas alles. Leute, die wahrscheinlich ohne diese Intensivpflege nicht überlebensfähig sind. Ein Fernseher in dem einen Raum hängen, aber ansonsten gibt es hier leider nichts mehr zu sehen. Ja, auch leergeräumt. Ich vermute, dass die Klinik hier umgezogen ist, weil wir unten auch im Bereich, wo die Computertomographie war, Schilder hatten, dass CTs bitte in einer anderen Klinik gemacht werden sollen. Naja, wir gucken mal weiter. Vielleicht gibt es hier auf der Etage noch was zu sehen. Ansonsten ziehen wir weiter. So, wir gehen jetzt hier noch eine Etage hoch und gucken, was wir hier noch finden. Oh, okay. Technikräume und, ja, wie man sieht, steht hier die Tür zum Dach offen. Okay. Ich gucke hier nochmal gerade. Hier steht Technikräume, Aufzugsmaschinenraum. Jawohl. Dann guck mal hier. Ja, hier haben wir den Windmotor für den Aufzug. Hier ist ein zweiter Aufzug. Das ist cool zu sehen. Da kommt man sonst echt schwerer dran. Da muss man manchmal so ein bisschen für klettern und kraxeln. Das ist hier alles frei. Das finde ich sehr schön. So, und das hier sieht Umwälzpumpe, Motorventil. Das sieht aus wie eine Klimaanlage hier, eine große. Das wird wohl so sein. Jawohl. Mit Filter. Okay. Ja, aufs Dach gehe ich jetzt nicht, weil draußen regnet es relativ ordentlich. Und ja. Wir gucken jetzt, dass wir vielleicht irgendwo noch die Pathologie finden und dann melden wir uns gleich wieder. Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich auf dem Weg zum Ausgang noch den Bereich der physikalischen Therapie gefunden, also Physiotherapie in dem Sinne. Jetzt haben wir hier einen Gymnastikraum. Ja, merkt man direkt am Boden. Dann gehen wir hier mal weiter. Da steht Bewegungsbad. Hier haben wir Umkleidekabinen für Damen und Herren. Dahinter waren Duschen. Hier ist ein WC, da brauchen wir jetzt nicht reingucken. Boah, Leute, sehr geil. Guckt euch das mal an. Hier war das Bewegungsbad. Ja. Wir haben hier tatsächlich das Becken. Hier ist nichts kaputt. Hier sind ein, zwei Kacheln von der Wand gefallen, aber ansonsten ist hier nichts kaputt. Kein Vandalismus, gar nichts. Hier haben wir... Okay, mein Gimbal gerade. Ich weiß nicht, Leute, der will mich im Moment ärgern. Verteilt mir das bitte, wenn ab und an mal das Bild sich komisch bewegt. Das ist überhaupt nicht gewollt. Das ist eine Wärmelampe hier. Ja. Vielleicht eine Wärmeanwendung. Nichts Genaueres weiß man nicht. Hier ist wieder eine Dusche. Dann ist hier so ein kleiner Bereich mit einem... Was haben wir denn hier? Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen. Motorschutzschalter. Dauer rühren. Okay, was haben sie denn hier gerührt? Kann man da vielleicht noch was sehen? Fango. Jawohl, da ist Fango-Schlamm drin. Okay. So, und dann haben wir hier medizinische Badewannen.
Die sehen auch noch, die sind mit Folie abgedeckt, die sehen einfach nur top aus, Freunde. Als wären die einfach gestern geputzt worden, dann hat man eine Folie drüber gemacht, wenn die nächsten Patienten kommen. Das ist einfach nur, das ist ja unfassbar, wie das hier aussieht. So, jetzt haben wir hier, ja, so ein Empfangsbereich. Okay. Hier hat man sich dann wahrscheinlich angemeldet für seine Therapie. Hier hängt wieder ein Kalender von 2017. Dann hatten wir hier ja, einen kleinen Wartebereich. Ja, ein paar Stühle gestanden, kann man sich hinsetzen, warten. Was ist hier los? Was haben wir denn hier? Okay, Toiletten. Oh, hier haben wir einen schlimmen Tisch. Ja. Da stand da noch eine Behandlungsliege drunter, ein Schlangentisch. Die Tür dort ist abgeschlossen, aber wirklich toll hier. Also der Physiobereich hier wirklich, wirklich toll. Und auch hier keinerlei Vandalismus. Sieht alles toll aus. Schön, dass wir den Bereich hier noch gefunden haben. Aber wir werden jetzt hier das Gebäude verlassen und ja, bestimmt noch eine andere Location für euch aufsuchen. Also bis dahin, macht's gut. Ja Leute. Das war es jetzt hier auch mit dem Krankenhaus. Wir haben jetzt leider nicht mehr für euch gefunden. Wir haben die Pathologie nicht gefunden. Einige Teile sind abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video gehabt. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da, einen Daumen hoch. Und auch nicht vergessen, Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß.